Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Mondstein Records. Mein Name ist Tom Wettstein und heute zeige ich eine Anwendung für den dynamischen Equalizer. Oft werde ich gefragt, was dann der Unterschied sei zwischen einem dynamischen Equalizer und einem Multiband-Kompressor. Nun, der Multiband-Kompressor, der steuert die Dynamik eines Signals in einer zuvor eingestellten Frequenz. Band. Das heißt, wir haben vielleicht ein Frequenzband zwischen 1000 und 3000 Hertz und einen Schwellwert angesetzt. Und wenn jetzt das Signal über diesen Schwellwert hinausschießt, sagen wir 4 Dezibel, dann wird bei einer Ratio von 2 zu 1 dieses Signal um 2 Dezibel leiser gemacht. Das heißt, im Verhältnis 2 zu 1. Das heißt, es ist nur noch 2 Dezibel über dem Schwellwert. Bei einem dynamischen Equalizer funktioniert das anders. Der dynamische Equalizer regelt das Frequenzband runter ab dem gewissen überschrittenen Schwellwert. Das heißt, wenn dieser Schwellwert im Frequenzband um 4 Dezibel überschritten wird, dann wird das ganze Band um 4 Dezibel leiser gemacht. So bleibt eigentlich die Dynamik erhalten. Das heißt, die Transienten sind noch da und es ist einfach das ganze Frequenzband leiser geworden. Zusätzlich kann man bei einem dynamischen Equalizer viel, viel schmalbandiger fahren. Das heißt, man kann einen Notchfilter, einen dynamischen Notchfilter setzen. Beispielsweise, wenn man ein Ride hat, das von Zeit zu Zeit mal pfeift und man möchte diese Frequenz nicht dauerhaft entfernen, so kann man einen sehr schmalbandigen Notch setzen, der diese Frequenz entfernt oder besser gesagt runterregelt, wenn ein gewisser Schwellwert überschritten wird. Das ist mit einem Multiband-Kompressor nicht möglich, da man auch die Frequenzbänder niemals so eng aneinander schieben kann. Ja, dann schauen wir uns doch am besten mal dieses Beispiel an. Wir haben hier einen EDM-Track des Künstlers Nico Dörfer. Vielen Dank für die zur Verfügungstellung. Der ist gemastert. Ich habe den Limiter hier ausgeschaltet, damit YouTube nicht das ganze Playback runterregelt, da YouTube ja Loudness-Normalisierung hat. Der klingt jetzt gemastert so. Ich hatte das Problem während des Masterings, ich schalte mal diese beiden Equalizer aus, dass bei 2,5, zwischen 2 und 2,5 Kilohertz die Frequenzen zu dominant waren und das Ganze ein bisschen harsch klang. Das war dann so. Deshalb habe ich dann mit dem Massenburg Equalizer hier zwischen 2 Kilohertz und 2,5 Kilohertz ein bisschen abgesenkt, damit das ganze Signal weicher wird. Ich schalte ihn mal aus. Man hört gut die harschen Frequenzen. So ist es schön weich. Das Problem am Ganzen war, dass genau in dieser Frequenz die Snare liegt und die Attack der Kicks. Das heißt, wenn ich diese Frequenz runterregle, dann verschwindet die Snare. Hören wir uns das nochmal an. Snare weg. Snare wieder da. Aber dafür wieder ein bisschen giftig. Weich, aber ohne Snare. Ich habe dieses Problem gelöst, indem ich einen dynamischen Equalizer, hier den von Brainworks, eingesetzt habe. Normalerweise braucht man einen dynamischen Equalizer, um Frequenzen abzusenken, wenn sie eine gewisse Lautheit oder Lautstärke erreichen. Beispielsweise, wenn eine Stimme einer Frau bei 4 kHz an gewissen Stellen zu dominant ist und ein bisschen kreischt, kann man natürlich mit einem normalen Equalizer den ganzen Frequenzbereich absenken, also bei 4 kHz. Das Problem ist, dass dann diese 4 kHz immer weg sind. Deshalb setzt man oft einen dynamischen Equalizer an. Das heißt, ab einer gewissen Lautstärke regelt der dann diese Frequenz runter.
So hat man ja nicht überall die Frequenz abgesenkt. Ich habe das auch benutzt, aber genau in die umgekehrte Richtung. Das heißt, bei 2,25 kHz habe ich gesagt, wenn diese Frequenz einen gewissen Schwellwert, einen gewissen Threshold übersteigt, soll dann diese Frequenz angehoben werden. Weshalb? Die Snare ist lauter als das Playback. Und wenn die Snare schlägt, dann wird genau in dieser Frequenz ein Peak generiert. Und dann habe ich gesagt, wenn dieser Peak erscheint, soll er dieses Frequenzband, das ich zuvor abgesenkt habe, wieder anheben. So kommt die Snare wieder zum Vorschein. Und trotzdem wird, wenn die Snare nicht spielt, diese Frequenzband abgesenkt. Hören wir uns das mal an. Hier sieht man schön, jedes Mal, wenn Kick und Snare schlagen, wird bei 2,25 kHz die Frequenz angehoben. Ich schalte mal Bypass. Snare weg. Snare wieder da. Hören wir uns mal das Vorher-Nachher an, hier ohne die Equalizer. Snare da, aber ziemlich harsch. Snare da, aber wieder schön weich. Nochmal. Diesen Trick benutze ich, wenn Frequenzbänder abgesenkt werden müssen, in denen sich wichtige Instrumente befinden. Bei elektronischer Tanzmusik und Hip-Hop werden oft fertige Loops benutzt und mit dieser Technik kann man sie nach Belieben modellieren. Vielen Dank fürs Zusehen und weitere Tipps und Tricks findest du auf www.moonstein-records.com.